Herzlich willkommen, Katja Bauer, ganz herzlich willkommen, Maria Fiedler. Wir sprechen jetzt über Ihr neues Sachbuch, Die Methode AfD, der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst. Erschienen ist dieses Buch bei Klett Cotta. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion von Leipzig liest extra, dem Verlag Klett Cotta und dem Ute Konnewitz. Mein Name ist Bastian Wirzjoch, ich arbeite normalerweise als Reporter, zum Beispiel für den Bayerischen oder für den Mitteldeutschen Rundfunk. Ich möchte ganz kurz Sie unserem Publikum vorstellen. Katja Bauer, Reporterin, geboren 1968 in Nürnberg. Frau Bauer beschäftigt sich seit den 90er Jahren als Reporterin mit Rechtsextremismus und Antisemitismus. Katja Bauer war Redakteurin im Hauptstadtstudio der Deutschen Presseagentur und arbeitet heute als politische Korrespondentin und Kolumnistin im Hauptstadtbüro der Stuttgarter Zeitung. Noch einmal ganz herzlich willkommen, Katja Bauer. Hallo. Maria Fiedler, geboren 1989 in Karl-Marx-Stadt, arbeitet ebenso als Reporterin. Maria Fiedler studierte Journalistik und Politikwissenschaft und arbeitet heute als politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Berliner Tagesspiegels. Frau Bauer, Frau Fiedler, die Methode AfD, so haben Sie Ihr Buch genannt, das wir jetzt ein bisschen näher beleuchten möchten. Das erste Kapitel, das haben Sie überschrieben mit Die Macht des Flügels, wie die AfD sich selbst radikalisiert. Sie liefern uns in den ersten beiden Kapiteln eine Chronik dieser Radikalisierung. 2013 war die AfD gestartet als Professorenpartei und heute liegt sie im Visier des Verfassungsschutzes. Beispielsweise in Thüringen gilt die AfD oder ist die AfD ja eingestuft als extremistischer, als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Als Motor dieser Radikalisierung beschreiben Sie uns in diesem Buch die ehemalige Parteistürmung Flügel um den derzeitigen immer noch AfD-Chef in Thüringen Björn Höcke und den ehemaligen AfD-Chef in Brandenburg Andreas Kalbitz. Frau Fiedler, ich will Sie fragen, Radikalisierungsmotor Flügel, was heißt das? Also das muss man so sagen, Sie haben gesagt, ehemalig, der Flügel hat sich formell aufgelöst, er existiert aber bis heute, ja, das ja. Wissen wir. Und ja, und der Flügel ist ein ganz zentraler Faktor für die Radikalisierung der AfD. 2015 hat er sich gegründet, Björn Höcke, André Poggenburg, der heute nicht mehr in der AfD ist, haben das damals vorangetrieben in der AfD. Und über die Jahre hinweg hat der Flügel die AfD maßgeblich geholfen, die AfD nach rechts zu verrücken, hatte verschiedene Gründe. Zum einen sind Höcke und Poggenburg und andere immer wieder hingegangen und haben radikale, grenzüberschreitende Äußerungen getätigt, Tabus gebrochen. Der Effekt war, dass Gemäßigte aus der AfD ausgetreten sind. Andererseits sind Radikale in die AfD eingetreten, was dann wiederum zu so einem selbstverstärkenden Effekt geworden ist. Der Flügel hat auch eine Sehnsucht nach der Straße. Also gerade die Akteure des Flügels wollen sich immer gerne mit den Bewegungen auf der Straße solidarisieren, wollen da auch mitlaufen, wollen, dass die AfD auch eine Bewegungspartei ist. 2018 gipfelte das dann eben in den Protesten in Chemnitz, wo dann die AfD mit Rechtsextremen und Hooligans auf der Straße stand und da auch den Schulterschluss geprobt hat. Ja. Und ja, auch das trägt zur Radikalisierung bei. Und man muss auch sagen, dass wer sich gegen den Flügel stellt, ganz offen, zum Teil auch ja, die Konsequenzen gespürt hat. Manche haben ihren Listenplatz nicht bekommen, den sie wollten. Andere sind nicht wieder in Führungspositionen gewählt worden. Und jetzt am Ende dieser Entwicklung steht ein Spitzenduo für die AfD, das die Partei in den Bundestagswahlkampf führt, aus Alice Weidel und Tino Chrupalla, die wiederum die Wunschkandidaten des Flügels waren und von ihm unterstützt werden, was in der Partei bekannt ist. Also da kann man eine Linie zeichnen, die ganz klar zeigt, dass der Flügel zumindest ein wichtiger Faktor bei der Radikalisierung der AfD war. Und so steht die AfD 2021 vor der nächsten Bundeswahl da. Der Verfassungsschutz guckt genau hin. Was Sie machen, ist nicht nur sich die Partei isoliert anschauen als Partei, sondern Sie analysieren ja außenrum auch das Neurechte, das rechtsextreme Milieu. Frau Bauer, da gibt es so eine Wechselbeziehung, ne, zwischen diesen freien Radikalen und der institutionalisierten AfD. Ja, man könnte sagen, die haben so ein bisschen aufeinander gewartet. Ja. Also sehr plastisch lässt sich das einfach daran erkennen, dass zum Beispiel die Gründungserklärung des Flügel
formuliert wurde von dem neurechten Vordenker Götz Kubitschek, der in Sachsen-Anhalt sitzt mit seinem Institut für Staatspolitik, das jetzt im Visier des Verfassungsschutzes ist. Und Kubitschek ist auch ein ganz wichtiger Stichwortgeber der AfD und umgekehrt, oder er hat auch immer wieder erklärt, dass welche Bedeutung die AfD für die neue Rechte hat, nämlich eine Partei, auf die man gewartet hat. Ja. Er sagt, da lagen Leute im Dämmerschlaf über 20 Jahre und die haben sich jetzt hier wieder versammelt, die hat man jetzt hier wieder getroffen. Und die, man sieht ja auch, dass er immer wieder im Prinzip Handlungsanweisungen gibt. Also als die AfD zum Beispiel 2018 bei der Demonstration in Chemnitz zusammen mit Neonazis marschiert ist, als diese Demonstrationen sich vereinigt haben, das war ja eine Zäsur, die die Partei ganz stark in die Kritik auch gebracht hat. Da hat er anschließend gesagt, das dürfen wir nicht mehr machen, das bringt nichts ein, obwohl er ja jemand ist, der die Verbindung zur Straße sucht, das dürfen wir nicht mehr machen, das bringt nichts ein, weil wir es nicht komplett kontrollieren können. Ja. Daraufhin ist es dann erstmal unterblieben zum Beispiel. Und wenn wir nachher über die Methoden genauer sprechen, die Sie in dem Buch Die Methode AfD uns skizzieren, dann werden wir immer wieder auf Götz Kubitschek kommen, den AfD-Strategen in Sachsen-Anhalt, dessen Instituts für Staatspolitik, Sie haben es gesagt, als rechtsextremer Verdachts gilt für den Verfassungsschutz. Vielleicht kann man auch schon ein bisschen vorgreifen. Das ist alles nicht neu, was die AfD versucht, wenn wir gleich die Methoden ein bisschen vertiefen werden. Das ist alles nicht neu. Das haben sich Leute wie Kubitschek in den 80er Jahren schon ausgedacht. Aber es ist ja noch älter, dieses Methodenarsenal. Feindbilder, Frau Bauer, Frau Fiedler. Kein anständiger Fundamentalismus ohne Feindbilder, sonst klappt das nicht, sonst wird das nichts. Diskutieren an mehreren Stellen eben den Umgang mit den Feindbildern, wie sie gepflegt und bekämpft werden. Lassen Sie uns kommen auf den Bereich etablierte Politik. Das nämlich, die sogenannten Altparteien, ist ein wichtiges Feindbild für AfD und neurechtes Milieu. Sie haben uns eine Lesestelle mitgebracht. Da nehmen Sie uns mit, Sie sind ja beides Berlin-Korrespondentinnen, mit in den Bundestag und wir nähern uns mal dem Thema Feindbilder an. Es liest Maria Fiedler. Es ist der Morgen des 8. Juni 2018, als eine Provokation der AfD für Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth zur persönlichen Bedrohung wird. Roth leitet gerade die Sitzung. Da tritt der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz ans Rednerpult und fordert das versammelte Haus zu einer Schweigeminute auf. In Wiesbaden ist kurz zuvor die 14-jährige Susanna getötet worden. Tatverdächtig ist ein Flüchtling. Seitz legt wie zum Gedenken die Hände aneinander und sagt, aus der Erde kommst du, zur Erde wirst du werden. Seinen Blick hat er demonstrativ gesenkt, doch immer wieder huscht sein Blick in Richtung seiner Fraktion. Dort erheben sich die meisten Abgeordneten. Im Plenum herrscht angespannte Stille. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir gerade zur Geschäftsordnung reden, sagt Claudia Roth. Kurz darauf beendet sie die Inszenierung. Doch damit ist die Sache nicht vorbei. Wie ein Sturm rauschen die Bilder durchs Internet. Die AfD verbreitet das Video mit den Worten Ansehen und Teilen, entlarvende Reaktionen seitens Claudia Roth und der anderen Fraktionen. Nur die AfD habe sich am Gedenken für die getötete Susanna beteiligt, schreibt die AfD. Sitzungspräsidentin Claudia Roth habe die Schweigeminute ignoriert. Der Hass bricht los. Eine Flut von Mord- und Vergewaltigungsdrohungen erreichen das Büro von Roth. Dich Vieh werden wir an Klavierdraht am Fleischerhaken hängen, schreibt einer. Roth braucht Polizeischutz. Dankeschön, Maria Fiedler. Für welches große Ganze steht dieses Beispiel? Tatsächlich steht es für mehrere Dinge. Zum einen eben das, was Sie eben gesagt haben, Feindbilder. Also Claudia Roth ist ein Lieblingsfeindbild der AfD oder sie wurde von der AfD als Feindbild markiert. Sie ist eine grüne Frau, die ja an der Spitze des Parlaments steht als Parlamentsvizepräsidentin und die Sitzungen leitet. Die Grünen sind für die AfD ja sowieso eigentlich die schlimmste Partei. Grüne Frauen, also auch Annalena Baerbock zum Beispiel, bekommt gerade aus rechten Kreisen den meisten Hass der Zeit ab. Auf der anderen Seite aber eben
folgt oder zeigt dieses Beispiel die Methode des Verächtlichmachens. Mhm. Also die AfD will in diesem Moment ihren Anhängern zeigen, die anderen da im Bundestag, die Claudia Roth, aber auch die anderen Fraktionen, die haben sich überhaupt nicht für dieses getötete Mädchen interessiert, die wollten diese Schweigeminute nicht. Man muss dazu wissen, wenn die AfD dieses Gedenken wirklich gewollt hätte, dann hätte sie das mit den anderen Fraktionen vorher verabreden müssen. Aber so, wie sie es gemacht hat, konnte Claudia Roth gar nicht anders, als diese Inszenierung zu beenden, weil die AfD die Geschäftsordnungsdebatte dafür instrumentalisiert hat. Das heißt, die AfD muss gewusst haben, dass Claudia Roth das beenden wird und hat das alles wirklich so inszeniert, dass sie es am Ende eben für ihre Social-Media-Kanäle entsprechend benutzen konnte, Empörung kreieren konnte und eben am Ende hat Claudia Roth die Konsequenzen zu spüren bekommen, wie wir gerade gehört haben. Dieses Verächtlichmachen erinnert mich gleich, da möchte ich jetzt noch nicht drüber sprechen, erst später auch an eine neue Kategorie des Verfassungsschutzes, ein neuer Phänomenbereich, der gefunden wurde mit Blick auf Corona-Leugner. Die Delegitimierung des Staates. Ne? Das ist, glaube ich, so diese Masche, verächtlich machen, delegitimieren. Die Methode Gegenöffentlichkeit, da möchte ich Sie gern darauf ansprechen, Frau Bauer, das Parlament als Bühne. Ausführlich auch in diesem Buch kann man eben sehen, wie Sie rekonstruieren diese Methode Gegenöffentlichkeit. Sie haben uns ein Lesebeispiel mitgebracht. Gegenöffentlichkeit schaffen, in der die AfD die Deutungshoheit hat. Es liest Katja Bauer. An einem Sitzungstag in der zweiten Oktoberwoche 2018 ist es wieder soweit. Auf der Tagesordnung steht einer der Anträge der AfD-Fraktion zum Thema Islam. Der Abgeordnete Gottfried Curio, dunkles Jackett, das schüttere Haar quer über den Kopf gekämmt, tritt ans Mikrofon. Der Physiker und Kirchenmusiker gilt in der Partei als Einzelgänger. Doch der blasse Mann kann scharfe Reden halten, die wohl radikalsten seiner Fraktion. Seit seinem Einzug in den Bundestag wächst seine Anhängerschaft. Die Basis dieser Popularität, seine YouTube-Videos aus dem Bundestag. Curio spricht schnell, sehr artikuliert. Im Schwall ergießen sich an jenem Oktobertag seine Worte ins Plenum. Die Verbreitung des Islam sei eine Gefahr für Deutschland. Der Islam sei nicht nur eine Religion, sondern auch eine gewaltaffine Ideologie. Etliche Weisungen im Koran riefen zu Straftaten auf. Zwangsheirat, Polygamie, Gewalt und Terror fänden ihre Rechtfertigung im Islam. 8 Minuten geht das so. Kurze Zeit später tritt der CDU-Abgeordnete Patrick Sensburg ans Rednerpult. Er moniert, dass die AfD den Antrag viel zu spät eingereicht habe. Für die anderen Abgeordneten war eine inhaltliche Auseinandersetzung also kaum möglich. Sensburg kritisiert außerdem inhaltlich, dass die AfD in ihrem Antrag fordert, die Verbreitung von im Koran enthaltenen gesetzeswidrigen Inhalten und Aufrufen zu unterbinden. Wir reden von einem religiösen Schriftstück aus dem 6., 7. Jahrhundert. Wie kann man etwas so undifferenziert beantragen, fragt Sensburg. Während er redet, hört Curio mit unbewegter Miene zu. Er weiß, am Ende wird sich vor allem das Video seiner Rede verbreiten. Um die Debatte, um Gegenargumente geht es nicht. Es geht um Reichweite, denn Reichweite verschiebt den Diskurs. Und die Videos aus dem Bundestag sind das wichtigste Produkt der Arbeit der AfD-Fraktion. Katja Bauer, danke schön. Für welches große Ganze steht dieses Beispiel? Also wir haben das die Methode Gegenöffentlichkeit genannt, wie Sie schon gesagt haben. Und damit ist gemeint, das, was hier im Kleinen beschrieben wird, nämlich dass die AfD ganz planvoll ihre Reden so inszeniert und nutzt, dass sie sie schnell dann veröffentlichen kann auf eigenen Kanälen. Das können natürlich andere Abgeordnete auch machen. Aber die AfD bettet das alles ein. Sie interessiert sich nicht für die Debatte, die dann folgt, also nicht für die inhaltliche Debatte, das, was man in einem Parlament macht, nämlich Positionen austauschen, sondern sie interessiert sich nur für den Transport der eigenen Wirklichkeit, wenn man so will. Das ist der eine Teil dieser Gegenöffentlichkeit. Und dazu muss man sagen, der AfD nützt an dieser Stelle sehr stark
die Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren, weil die Überschriften sind auf Empörung gedreht, ja, und das, also es ist immer auf ein Skandalon gedreht. Und der Algorithmus funktioniert bei YouTube zum Beispiel so, dass man immer auf den, also der Zuseher, der kriegt immer die nächste noch polarisierende Folge oder das nächste Video vorgeschlagen. Das heißt, man rutscht Schritt um Schritt um Schritt, mir nichts, dir nichts, immer weiter in eine Parallelrealität. Das ist ein Teil dieser Gegenöffentlichkeit, das ist aber nicht alles. Die Partei hat, ist angetreten mit der Idee, sich zum Beispiel auch einen eigenen Newsroom, der 24/7 besetzt wäre, zu schaffen. Das hat nicht ganz im Bundestag. Im Bundestag, genau, die Fraktion. Das hat nicht ganz geklappt oder ist weit davon entfernt zu klappen. Aber was die Partei gut kann, besser als die anderen Parteien, das ist das Prinzip der Rapid Response. Das heißt, man wartet nicht ab, bis man Fakten hat, sondern man reagiert blitzschnell. Ja. Und außerdem, das haben wir jetzt inzwischen gesehen, in den letzten Jahren hat sich ja ziemlich schnell, auch vor allem während der Pandemie, ganz stark so eine rechte Szene, also es gab schon vorher eine Szene von Neurechten und sogenannten alternativen Medien, die hat sich jetzt nochmal diversifiziert und ist gewachsen mit neurechten Bloggern, und die Partei macht sich diese Leute gewogen und dockt da ganz stark an, also sucht die Verbindung. Und wir haben jetzt zwei Methoden gehört, die Methode Verachtung, die Methode Gegenöffentlichkeit. Das alles kann man zusammenfassen oder fassen Sie zusammen unter dem Prinzip stören. Frau Fiedler, wie hat das, 4 Jahre haben Sie jetzt den Bundestag beobachtet, wie hat das das Parlament verändert? Ja, das waren tatsächlich 4 Jahre voller Provokationen, Tabubrüche, Grenzüberschreitungen, die anderen im Parlament zum Teil auch fassungslos zurückgelassen haben. Und um zu verstehen, was da passiert ist, muss man sich nochmal überlegen, Demokratie ist ja eigentlich ein auf Vertrauen angelegtes System. Und der Kern ist auch das Vertrauen darauf, dass der politische Mitbewerber im Grunde gutwillig ist und sich an bestimmte Regeln hält. Und dieses Vertrauen ist mit dem Einzug der AfD in den Bundestag erschüttert worden, weil die AfD sich eben nicht an diese Regeln und Gepflogenheiten hält. Wir finden immer, dass es Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, sehr schön formuliert hat. Er sagte, für die AfD sind die anderen im Bundestag nicht Mitbewerber im politischen Feld, sondern Feinde, die bekämpft werden müssen. Und das macht natürlich was mit einem Parlament. Also da sehen wir, dass im Aufzug sich Mitglieder der anderen Fraktionen oder deren Mitarbeiter nicht mehr so offen unterhalten. Wenn jemand mitfährt, den sie nicht kennen, könnte ja jemand von der AfD sein. Man hört Berichte von Mitarbeiterinnen der anderen Fraktionen, die sich nachts auf den Fluren im Bundestag nicht mehr sicher fühlen. Man hört, dass die Geschichte hat eine SPD-Abgeordnete erzählt aus der Bundestagskantine. Da sagt dann einer aus der AfD-Fraktion zu einem Mitarbeiter einer anderen Fraktion, als der ein vegetarisches Gericht bestellt: Euch Körnerfresser kriegen wir auch noch. Also das sind so kleine Verschiebungen, die aber zeigen, dieser eigentlich sichere Ort Bundestag, da ist ein Misstrauen eingezogen, eine Verunsicherung. Und darauf mussten sich die anderen Fraktionen noch erstmal einstellen. Ich würde noch was ergänzen wollen. Und zwar, was uns die Parlamentarier auch berichten, das ist etwas, was man in den Protokollen sehr häufig nicht wiederfindet, nämlich im Plenum selbst sei, so berichten eigentlich aus allen Fraktionen, außer aus der AfD-Fraktion, Parlamentarierinnen und Parlamentarier, sei so eine Atmosphäre der Häme und des Hohns eingezogen. Das fängt bei Fläzen in den Sesseln an, wenn jemand spricht, also so eine respektlose Haltung gegenüber dem politischen Mitbewerber. Das geht aber weiter über sehr viele halblaut geäußerte Bemerkungen, die tatsächlich das Präsidium nicht erreichen. Ja. Es gibt ganz oft das Problem, dass zum Beispiel vor allem die FDP-Fraktion, die ganz nah an der AfD-Fraktion sitzt, dass die Abgeordneten sagen, hier werden zum Beispiel homophobe Bemerkungen gemacht oder auch rassistische Bemerkungen, und die finden keinen Eingang ins Protokoll. Das heißt, die können auch nicht als Ordnungsruf gerügt werden. Und gerade in der vorletzten Woche, glaube ich, hatten wir ein ganz aktuelles Beispiel. Da hat der Bundestag über das Transsexuellengesetz debattiert,
Und dann stand Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus der FDP-Fraktion auf zu einer Kurzintervention und hat gesagt, dass sie jetzt hier mal festhalten möchte fürs Protokoll, dass sie es nicht mehr erträgt, was hier die ganze Zeit an halblauten Bemerkungen geäußert wird bei diesem Thema aus den Reihen der AfD-Fraktion und dass es auch nicht zu ertragen sei. Und es gab dann auch noch eine kleine spontane Reaktion aus dem Präsidium, das fand ich ganz interessant, ist vielleicht auch was zum Thema, was lernt eigentlich dieses Parlament aus diesen 4 Jahren AfD. Da gab es nämlich den Vorschlag, dass man, vielleicht werden wir das in der nächsten Legislaturperiode sehen, Menschen, die zuhören, nicht nur im Präsidium platziert, sondern irgendwo auch im Plenum. Ja. Aber bestätigen Sie meinen Eindruck, dass es im Bundestag zumindest so eine Brandmauer gibt zwischen den anderen Fraktionen und der AfD? Ich frage das, weil es das nämlich auf kommunaler Ebene, die Landtage sind auch nochmal so eine Sache, gucken wir mal nach Sachsen-Anhalt, aber zumindest auf kommunaler Ebene und auch gerade in Ostdeutschland, da gibt es häufig diese Brandmauer nicht. Gucken wir nach Gera, wo der Stadtratsvorsitzende der AfD angehört. Man muss sagen, die AfD hätte nicht genügend Stimmen gehabt, um ihn auf diesen Posten zu befördern. Ne? Ja, also Sie haben das schon super beschrieben. Also es ist so, dass im Bundestag die Brandmauer wirklich bombenfest steht, kann man sagen. Und je niedriger man kommt, desto bröckeliger wird sie eben. Also das ist dann eben im Landtag in Sachsen-Anhalt. Da haben dann vor ein paar Jahren dann CDU und AfD gemeinsam eine Enquete-Kommission Linksextremismus eingerichtet, die dann irgendwann aufgelöst wurde, aber erstmal eben da war und auch ein Erfolg sozusagen für die AfD war. Und das geht dann eben so weit auf der kommunalen Ebene, dass dann die AfD mit, nicht nur mit der CDU, sondern auch mit anderen Fraktionen, also auch zum Beispiel auch mit den Linken, mal über was abstimmt. Ich glaube, einmal ging es um den Jugendclub. Da sieht man schon, auf dieser Ebene, da kennt man sich, da ist man dann vermeintlich auch pragmatischer, muss es zum Teil auch sein. Und da ist dann auch die Hemmung geringer. Und das Problem dabei ist aber, dass das natürlich die AfD normalisiert, weil kann denn jemand problematisch sein, mit dem man gerade gemeinsam den Jugendclub abgestimmt hat? Vielleicht ist es dann auch einfach der nette Typ aus dem Nachbardorf. Ne? Ja, zu dem Untersuchungsausschuss im Landtag von Magdeburg kann man noch sagen, dass es keinen Abschlussbericht gibt. Dieser Enquete-Kommission Linksextremismus, ganz einfach, weil man nichts gefunden hat, was man reinschreiben könnte in diesen Abschlussbericht. Wir haben jetzt gesprochen über Radikalisierung 2013 bis heute. Es gab, das muss man schon dazu sagen, und das arbeiten Sie auch raus, schon immer auch Eindämmungsversuche seitens Teilen des Vorstands. Jedenfalls zum Beispiel wurde jemand installiert als Beauftragter für den Verfassungsschutz. Das war Roland Hartwig, ein Mitglied des Bundestags, der Fraktion der AfD angehörig, ein Top-Jurist, kann man sagen, der hat sich der Sache annehmen sollen. Irgendwann gab es auch eine Handreichung, die ist dann verteilt worden an alle Mitglieder der AfD. Da stand dann so Sachen drin wie, ihr dürft nicht mehr sagen, dass Ausländer irgendwie schlechte Menschen sind. Ihr dürft auch nichts Schlimmes über den Islam mehr sagen und ihr dürft eigentlich überhaupt nichts mehr sagen. Also diese Handreichung wollte der AfD eigentlich ihre DNA entrauben. Diese Eindämmungsversuche, was hat das gebracht? Und wie ernst zu nehmen war das? War das nur Makulatur? Sagen Sie uns was dazu, Frau Bauer. Also Björn Höcke hat ja auf diese Handreichung, die Sie gerade beschreiben, geantwortet, das sei politische Bettnässerei. Und damit ist auch die Konfliktlinie schon ganz schön beschrieben. Man muss ja sagen, es war eigentlich der Parteivorsitzende Jörg Meuthen, der, als der Verfassungsschutz die Partei angefangen hat, stärker ins Visier zu nehmen, selbst für seine Person auf einmal eine Wende inszeniert hat oder vielleicht auch vollzogen hat, so genau wissen wir das nicht. Ja. Auf jeden Fall hat er Abstand zum Flügel genommen, den er noch kurz zuvor als integralen Bestandteil der Partei bezeichnet hatte. Und er hat diese Kommission ins Werk gesetzt von Roland Hartwig. Die Kommission selber hat sich dergestalt entwickelt, dass Herr Hartwig sich entwickelt hat, und zwar weg von der Position von Herrn Meuthen. Ja. Und der Flügel, das wissen wir, der sollte sich ja selbst auflösen, hat er angeblich auch getan. De facto hat er genau das getan, was immer Ziel dieser Bewegung war, also diese radikale Strömung ist
in die Partei inkorporiert, sie ist in die Mitte der Partei gerückt. Das hat Maria ja schon mit diesem Führungsduo, das jetzt in den Wahlkampf zieht, beschrieben. Mit anderen Worten, alle Bestrebungen von Jörg Meuthen, wenn man mal vom Ausschluss von der Annullierung der Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz absieht, alle Bestrebungen sozusagen, die in der Partei eine glaubwürdige Abgrenzung zum extrem rechten Rand zu installieren, sind gescheitert. Ja. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass für die Partei die Überwachung durch den Verfassungsschutz als Verdachtsfall, die ja immer noch nicht vollzogen wird oder auch nicht ausgesprochen werden darf nach dem Urteil des Gerichts in Köln, ja, die ist nicht mehr so ein Schreckgespenst, wie wir eigentlich vielleicht vor, sagen wir mal, einem Dreivierteljahr noch dachten. Damals war die Angst in der Partei davor größer. Ich glaube, die ist kleiner geworden, weil man realisiert hat, man hat eine Stammwählerschaft, ja, die wählt die Partei nicht aus Protest, sondern wegen ihres Programms, der ist es vollkommen egal. Und in den ostdeutschen Bundesländern ist ja mit dem Topos Verfassungsschutz auch Wahlkampf gemacht worden, also Stasi 2.0, man hat blaue Westen angehabt, auf denen stand Dissident, als würde man sich in der Diktatur befinden, mhm, und wäre von einem Inlandsgeheimdienst unter Überwachung für kritische Positionen. Ja. Oder man hat sogar Scherze gemacht und dann den Slogan verdächtig gut geprägt. Also auch Björn Höcke hat sich über den Verfassungsschutz auf offener Bühne, ja, lustig gemacht. Also da sieht man schon, also gerade am radikal rechten Rand der Partei ist auch die Angst vor dem Verfassungsschutz nicht besonders groß. Das glaube ich auch, aber klar ist, dann muss dann diesen Akteuren aber sein, dass es dann nicht weitergeht mit noch mehr Wählerinnen und Wählern, die man für sich findet, dann ist dann aber auch schon so ein Top erreicht. Und wenn man sagt, okay, Verfassungsschutz interessiert uns nicht, dann muss man gleichzeitig auch sagen, okay, dann haben wir aber auch nicht mehr Wähler, da werden wir keine mehr dazu gewinnen. Ja, mag sein. Andererseits sind die Prozentzahlen in ostdeutschen Bundesländern bei einem knappen Viertel so oder mehr als einem Viertel, je, ja, nachdem, ja, so bemerkenswert, dass man die ganze Zeit bei der gleichzeitigen Schwächung der Volksparteien immer sich mit dem Thema beschäftigen muss, dass wie die Mehrheit aussieht, die gegen die AfD, gegen so eine starke AfD möglich ist. Und das ist ein dauerndes Nagen an dieser Brandmauer. Ja. Und das ist die eigentliche Gefahr. Ja. In den ersten beiden Kapiteln, die wir uns jetzt vorgeknöpft haben, da nehmen Sie die AfD weitestgehend als Partei unter die Lupe, als Institution mit ihren AkteurInnen und ihren Machenschaften. Es geht dann ab Kapitel 3, da weiten Sie den Blick, da nehmen Sie die Ideologie mit in den Blick, da nehmen Sie mit in den Blick vor allem, und das ist essentiell, das neurechte / rechtsextreme Milieu. Dieses dritte Kapitel, wo das dann losgeht mit diesem Weitwinkelobjektiv, haben Sie überschrieben mit Vorwärts in die Vergangenheit, wie die AfD versucht, das Land zu verändern. Ich will Sie fragen, Frau Bauer, wie soll Deutschland denn verändert werden? Welches andere Land wünscht man sich denn da? Stichwort Kulturrevolution von rechts. Ja, also erklärtermaßen ein anderes Deutschland. Ja. Und sehr schön und sehr früh und sehr klar hat eigentlich Jörg Meuthen das 2016 gesagt, als die Partei ihr Grundsatzprogramm in Stuttgart beschlossen hat. Da hat er nämlich gesagt, wir wollen weg von diesem rot-grün verseuchten 68er-Jahre-Deutschland. Das trifft es ziemlich genau. Ja. Also vorstellen kann man sich das als ethnisch und kulturell möglichst homogene Gesellschaft, als einen Nationalstaat, der wehrhaft ist, als ein Land, in dem sowas wie Frauenquoten oder eine Ehe für alle oder auch einen Kampf gegen den Klimawandel keine Rolle spielen, so ungefähr. Und gerade dieses, das klingt erstmal so relativ harmlos, das ethnisch homogene, die ethnisch homogene Bevölkerung. Das ist die Hauptkritik des Verfassungsschutzes, das ist der Knackpunkt, weil das ist gegen die Menschenwürde und genau, da steckt dieses ganze Bevölkerungsaustauschgerede auch, ja, dahinter. Der Verfassungsschutz spricht davon, dass die Teile, die sich dieses Bild eines Staatsvolks ausmalen, ja, darauf zielen, Teile dieser Bevölkerung weitgehend rechtlos zu stellen. Okay.
Ja, das muss, also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach grundgesetzwidrig und da ist jemand aufgrund der Merkmale, für die er nichts kann, in die Rechtlosigkeit. Genau, und das dann gegen die Menschenwürdegarantie, Artikel 1. Mhm. Die Methode, mit der nun versucht wird, dieses neue Deutschland zu erschaffen, die ist ziemlich alt. Das ist eigentlich ist alles ziemlich alt, was hier an Methoden versucht wird. Und wir wissen auch, dass nichts sich die AfD hier selber ausgedacht hat, groß, sondern dass es da eben Zulieferer gibt aus dem Neurechten, aus dem rechtsextremen Milieu, seien es irgendwelche Blogger von 1%, die dann mitmischen, oder ist es eben wieder unser Götz Kubitschek in Schnellruder. Methode Metapolitik, kulturelle Hegemonie, Diskursverschiebung. Wie funktioniert das? Wie soll das funktionieren? Wie soll auf diesem Weg dieses andere, dieses autoritäre Deutschland entstehen? Frau Fiedler. Also das Ziel ist eben die kulturelle Hegemonie, das heißt, die neuen Rechten, zu denen die AfD ja zählt, wollen, dass ihre Meinung, die vorherrschende Meinung in der Gesellschaft wird. Das wird eigentlich als Voraussetzung gesehen, um dann die Macht übernehmen zu können. Das ist wichtig mit der Voraussetzung, gell? Der vorpolitische Raum. Ne? Genau, also es geht, und dann gibt es den Begriff Metapolitik, das heißt eben, es soll erstmal auch der vorpolitische Raum, also nicht nur die Parlamente, sondern auch der vorpolitische Raum beackert werden. Da wollen die Rechten in Bereiche vordringen, die besetzen oder da zumindest gut vertreten sein, die vorher nicht rechts waren, seien es Kirchen, Gewerkschaften, Talkshows, also das vorpolitische Feld ist sehr breit, Vereine. Diese Metapolitik wird auf verschiedene Arten betrieben, aber ein ganz wichtiger Punkt, haben Sie gerade schon angesprochen, ist eben die Diskursverschiebung. Also eigene Themen, eigene Begriffe in den Diskurs hineinzudrücken, auch die Grenzen des Sagbaren auszuweiten. Und da ist eben auch Götz Kubitschek zumindest der Vordenker für die AfD. Er spielt ja immer so ein bisschen mit Kriegsmetaphern und sagt eben, also die AfD oder insgesamt die neuen Rechten müssten eben versuchen, in neue Grenzbereiche des gerade noch Sag- und Machbaren vorzudringen, Brückenköpfe platzieren und auf Dauer zum eigenen Hinterland zu machen. Und und das versucht die AfD eben zum Beispiel auch im Bundestag, also sie ist ja der parlamentarische Arm der neuen Rechten, und dann stellt sich eben eine Alice Weidel ans Rednerpult im Bundestag und spricht von Kopftuchmädchen, Messermännern und sonstigen Taugenichtsen, oder ein Gottfried Curio schafft es eben in seiner Rede, das Wort entartet unterzubringen. Also da sehen wir schon, es wirkt oft so, als ob die AfD diese Überlegungen von Kubitschek so ein bisschen als Blaupause oder Gebrauchsanweisung nimmt, entweder gewollt oder ungewollt, aber sie tut es. Wobei man dazu sagen muss, dass selbst die kulturelle Hegemonie sich nicht Kubitschek selber ausgedacht hat und das auch wieder ein älteres. Das ist ja, also da kommt dann Gramsci ins Spiel, also die haben ja ganz viele Theoriebausteine, die sie sich dann wieder zusammenpuzzeln, oder wiederum Vordenker, die dann auch die Ikonen sind, aber das wird dann eben auch von Kubitschek in eine konsumierbare Form dann wieder gebracht für die Szene. Und auch andere rechte Parteien haben schon diese politische Vorfeldarbeit versucht. Also haben wir ja bei der NPD und bei der DVO durchaus beides gesehen und bei den Republikanern auch schon gleich zweimal. Ja. Allerdings halt nicht so flächendeckend wie bei der AfD, nicht mit so viel finanzieller Kraft, die jetzt auch da ist, durch die Repräsentation in den Parlamenten, Kommunal, Land und Bund. Ja, und solvente Spender. Ja, das auch. Da stecken jetzt mehrere Sachen drin. Also andere Rechte haben das früher schon versucht. Ich wollte nämlich jetzt noch auf den Punkt kommen. Es ist ja nicht nur ein Reden über Begriffe, die in den Diskurs einsickern sollen. Es ist ja auch handfest zu versuchen anzudocken. Björn Höcke macht das ja. Björn Höcke stellt sich auf die Bühne und sagt, Leute, geht in die Schützenvereine, geht in die Feuerwehren und bringt da unsere Politik rein. Wenn die AfD, meine These, irgendeinen Erfolg hatte, bisher, abgesehen von Wahlergebnissen, dann ist es schon so, dass wir wirklich leider eingestehen müssen, die Diskursverschiebung ist teilweise, hat das funktioniert? Auf jeden Fall. Die Diskursverschiebung hat teilweise funktioniert. Ja. Das sehen wir tatsächlich ja an Analysen
tatsächlich auch im Bundestag und in Landtagen, da gibt es ja Sprachanalysen, wo man das richtig nachweisen kann, dass bestimmte Formulierungen Einzug gehalten haben. Also das ist jetzt die einfachste Form der Diskursverschiebung, die wir sehen können. Aber sie hat natürlich auch in einem anderen Punkt funktioniert. Ich würde sagen, das ist das mit der kulturellen Hegemonie, wenn man es schafft, sich selbst zu entdämonisieren. Das ist so ein Begriff, den die AfD da verwendet. Mhm. Entdämonisierung ist ein Ziel, das ist der Marsch durch die Organisationen, kennen wir auch aus den 68ern von der anderen Seite, dass man sich zum Ziel setzt, im Feuerwehrverein, im Elternbeirat, im Ortschaftsrat zu sitzen. Und wenn man eben mit einem Menschen, der der AfD anhängt, zusammen, sagen wir mal, beim Elternabend sitzt und darüber redet, wer jetzt mal die Laptops für die Kinder mit anschafft oder wie man den Klassenraum neu streicht, dann redet man eben nicht über Politik, aber dann kommt man einander auf einer Ebene nahe, die alles harmloser macht, was dann folgt. Und exakt das hat die rechtsextreme NPD genau so versucht, die nannten das dann Graswurzelstrategie, genau. Das lief genau so. Hausaufgabenhilfe. Hausaufgaben, sehr wichtiger Punkt. War, wie erfolgreich, wenn wir wieder auf die AfD schauen, ist dieses Andocken? Nicht so erfolgreich, wie man glauben könnte, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Genau, also es ist so, dass die AfD theoretisch weiß, was sie machen müsste. Also sie hat auch in ein Strategiepapier diesen Marsch durch die Organisationen hineingeschrieben. Aber es ist eben erstmal so eine Idee am grünen Tisch und Experten sagen uns, es ist nicht so, dass die AfD es schon geschafft hätte, auf diese Art die Zivilgesellschaft schon flächendeckend zu unterwandern. Ja. Es ist auch, es gibt einerseits den Punkt, dass Vereine sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben, da jetzt auch sensibler sind, darauf achten, dass auch zum Beispiel Bürgerinitiativen, die vielleicht anfällig dafür wären, von der AfD unterwandert zu werden, weil es Überschneidungen gibt. Also die AfD versucht dann zum Beispiel im Umweltschutz mit aktiv zu werden, weil Umweltschutz ist Heimatschutz, ein alter NPD-Slogan. Und gleichzeitig gibt es aber auch für die AfD das Problem, dass sich auch nicht immer alle outen wollen, die ihr vielleicht nahestehen und dann eben im Elternbeirat auch sagen, dass sie AfD-Anhänger sind. Also das steht dann dieser Normalisierung wieder ein bisschen entgegen. Also es sind jetzt mal zwei Punkte, warum das nicht so besonders gut bislang funktioniert, was aber nicht heißen soll, dass es keine Gefahr wäre, weil der Plan steht ja weiterhin. Ja. Was ein großes Verdienst ist in Ihrem Buch, Sie sind ja als Reporterinnen auch Chronistinnen, ist, dass Sie uns zusammengefasst haben, die bisherigen Auswirkungen dieser neurechten, rechtsextremen AfD-Methoden. Und zwar lesen wir da in Ihrem Buch über Auswirkungen auf die Erinnerungskultur, auf Menschen mit Migrationshintergrund, auf KommunalpolitikerInnen, Auswirkungen auf rechtsextreme Gewalt, die nämlich gestiegen ist aus Worten werden Taten, Einfluss auf Gewerkschaften, Einfluss auf den Kulturbetrieb, Auswirkungen auf die Initiativen der Zivilgesellschaft. Das ist, glaube ich, wichtig, dass da auch mal einmal hergeht und das auch mal so festhält, 2021, so als das ist nun alles hier angegriffen und auch teilweise verändert worden. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen, das sind die Angriffe auf die Gedächtnisstätten, auf die Erinnerungskultur. Da sind wir ganz schnell, wenn es um die AfD geht, beim Thema Revisionismus, natürlich Frau Fiedler. Sie haben uns ein Lesebeispiel mitgebracht. Ich möchte Sie bitten, mit uns auf Erinnerungskultur, auf Gedächtnisstätten zu schauen. Es liest Frau Fiedler. Die erste direkte Begegnung mit der AfD kommt für Volkhard Knigge im Januar 2015. Knigge ist damals der Direktor der Gedenkstätte Buchenwald. Seit er den Posten Mitte der 90er Jahre übernahm, hat Knigge viel erlebt. Doch nun steht der 27. Januar ins Haus, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Regelmäßig werden an diesem Tag Kränze in Buchenwald niedergelegt. Und 2015 soll zum ersten Mal die im Vorjahr in den Landtag eingezogene AfD-Fraktion dabei sein. Ihr Chef heißt schon damals Björn Höcke. Die geplante Kranzinschrift: Wir gedenken aller Opfer des Konzentrations- und Speziallagers Buchenwald. Knigge ist entsetzt. Auf den ersten Blick klingt die Inschrift harmlos, doch die Absicht dahinter ist für Historiker sofort klar.
So sehen Versuche aus, die Verbrechen der Nationalsozialisten zu relativieren. In Buchenwald betrieben sie eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. Und der Opfer des Nationalsozialismus soll an diesem Tag gedacht werden. Doch worauf Höckes Fraktion mit der Inschrift hinweist? Von 1945 bis 50 nutzten die Sowjets das Lager weiter. Sie betrieben dort das sogenannte Speziallager Nummer 2 Buchenwald. Laut der Gedenkstätte starben vor allem im Winter 1946-47 mehr als 7000 Insassen an den Folgen von Hungerkrankheiten. Das wird von Rechten gerne gegen die Verbrechen und Opfer des Nationalsozialismus in Buchenwald aufgerechnet, als ließen sich die eigenen Verbrechen durch Unrecht anderer aus der Welt schaffen, sagt Knigge. Es sei der Versuch, die Entstehung der sowjetischen Speziallager in der DDR losgelöst zu betrachten und nicht als Folge des Raub- und Vernichtungskrieges NS-Deutschlands gegen die Sowjetunion. Knigge reagiert 2015 sofort. Die Gedenkstätte macht deutlich, dass sie die Kranz-Inschrift nicht akzeptieren wird. Die AfD reicht schließlich eine neue Inschrift ein, in stillem Gedenken. Höcke schreibt später, man habe lediglich aufzeigen wollen, dass es keine Unterscheidung zwischen Opfern erster und zweiter Klasse geben dürfe. Für Knigge aber ist klar, dass das Vorgehen einem Plan folgt. Es war ein erster Schritt und Testballon, um die Erinnerungskultur in Deutschland zu verändern, sagt er. Dafür habe die AfD die Gedenkstätte instrumentalisieren wollen. Es ist für Knigge nur die erste von vielen Auseinandersetzungen, die in den Jahren darauf folgen. Sie zeigt bereits, mit welchen Herausforderungen Gedenkstätten durch die Wahl der AfD in die Parlamente konfrontiert sind. Buchenwald und viele andere Gedenkstätten merken nicht nur, wie die Partei versucht, Geschichte umzudeuten, die Erinnerungsorte zu benutzen und ihnen das Leben schwer zu machen. Im Gespräch mit langjährigen Gedenkstättenleitern wie Knigge lässt sich auch viel darüber lernen, wie sich das Verhalten und das Geschichtsverständnis einiger Besucher seit dem Einzug der AfD in die Parlamente verändert hat. Denn die Grenzüberschreitungen der Rechten, ihr Streben nach einer geschichtspolitischen Wende, zeigen bereits Wirkung. Maria Fiedler, danke schön. Was ist denn die Motivation für solche Akteure, das so zu machen? Warum? Es geht eben um die Relativierung dieses Verbrechens der Nationalsozialisten. Man muss sich das vor dem Hintergrund anschauen. Also es gibt AfD-Politiker, die auch im Bundestag diese Verschwörungstheorie, kann man schon sagen, hineintragen. Die deutsche Erinnerungskultur diene eigentlich dazu, ja, die Deutschen klein zu halten, ja, in ihrem Stolz zu beschneiden, quasi ihren Erfolg zu verhindern. Das fühlt die AfD wirklich so. Die haben was gegen die deutsche Erinnerungskultur. Die wollen uneingeschränkt stolz sein auf Deutschland. Die wollen zum Beispiel auch, dass der Geschichtsunterricht anders wird, dass in den Schulen ein viel positiveres Bild von der deutschen Geschichte gezeichnet wird und da der Zweite Weltkrieg auch nicht so eine große Rolle spielt. Für all diese Ziele und für die Veränderung der Erinnerungskultur versucht sie eben auch, die Gedenkstätten zu instrumentalisieren, wie wir es gerade gehört haben. Ja. Und es gibt weitere Angriffe, zum Beispiel auf den Kulturbetrieb, auf TheatermacherInnen zum Beispiel. Da haben Sie uns, Frau Bauer, ein Lesebeispiel mitgebracht. Ich möchte Sie bitten. Wenn der Kahn nach links kippt, setze ich mich nach rechts, heißt die Komödie, die im Oktober 2017 im Rottweiler Zimmertheater Premiere feiert. Kurz zuvor ist die AfD in den Bundestag gewählt worden. Das Stück beschäftigt sich damit, wie sich rechtspopulistische Aussagen in die Mitte der Gesellschaft vorarbeiten. Und natürlich geht es um die AfD, die in ein Parlament nach dem anderen einzieht. Eine Spielzeit lang steht das Ensemble mit dem Stück auf der Bühne, ohne dass sich ein Skandal entfaltet. Im Sommer 2018 ist es zum letzten Mal zu sehen. Für die Theaterleute ist die Inszenierung damit Geschichte. Doch ein Jahr später thematisiert auf einmal die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag das Rottweiler Theater. Sie findet, ein Haus, das mit Landesmitteln gefördert wird, darf kein Stück aufführen, das sich gegen eine Partei richtet. Die Fraktion wirft der Landesregierung vor, die Neutralitätspflicht verletzt zu haben. In einem Antrag will die Fraktion wissen, wie das Theater und speziell dieses Stück finanziell gefördert wird.
Der Trick mit der Neutralitätspflicht ist zu diesem Zeitpunkt für die AfD schon länger eine wichtige und inzwischen flächendeckend genutzte Methode, um Druck auf die Zivilgesellschaft auszuüben. Die Dramaturgin Bettina Schültke findet den AfD-Antrag zunächst abstrus. Auch das zuständige Ministerium betont, die Kunst ist frei. Doch die AfD legt nach. AfD-Vize-Fraktionschef Emil Senze kündigt an, den angeblichen Skandal weiter zu untersuchen. Er schreibt, der Staat sei nicht dafür da, Kulturschaffende auf Lebenszeit zu alimentieren. Wir haben ganz genau gespürt, dass wir zum Ziel werden, sagt die Dramaturgin Schültke heute. Ihr Kollege, der Intendant Peter Staatsmann, sagt, es geht darum, einzelne Leute in der Kultur zur Zielscheibe zu machen. Die beiden beobachten, dass in der sehr bürgerlichen Rottweiler Stadtgesellschaft das Prinzip vom Dreckwerfen funktioniert. Selbst Freunde hätten gesagt, wenn die sich so im Landtag aufregen, dann müsst ihr vielleicht doch etwas gemacht haben, das nicht ganz in Ordnung ist. Der Druck, so fürchtet der Intendant, führe am Ende unweigerlich dazu, dass Kulturschaffende eine Schere im Kopf einbauen. Er sagt, wer nicht schon wieder den nächsten Konflikt will, entwickelt vielleicht beim nächsten Mal ein weniger politisches Stück. Dankeschön. Lassen Sie uns sprechen über den Dauertrick mit dem Neutralitätsgebot. Das trifft nicht nur Kulturschaffende, das trifft alle, bei denen in irgendeiner Weise staatliches Geld drinsteckt. Also die Schulen sind da Opfer, politische BildnerInnen, Demokratieinitiativen. Wie funktioniert dieser Trick? Also grundsätzlich funktioniert er immer so, dass die AfD eben sagt, wenn der Staat etwas finanziert oder sagen wir mal, der Staat drinsteckt, ist es nämlich nicht nur finanziert, ja, dann darf die betreffende Institution sich nicht explizit gegen eine Partei äußern. Das ist sogar gar nicht immer falsch. Okay. Siehe Horst Seehofer, Bundesinnenminister, ja, der in einem Interview sich über die AfD negativ geäußert hat und was er natürlich darf als Vertreter seiner Partei. Aber dieses Interview, diese Äußerung ist publiziert worden auf der Website des Bundesinnenministeriums. Und in der Tat war das nicht rechtens. Da hat er also echt eine Schlappe kassiert. Okay. Das ist aber was ganz anderes, als wenn sich zum Beispiel ein Lehrer in seiner Klasse hinstellt und mit seinen Schülern über Politik diskutiert und zum Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern herausarbeitet, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, was es mit der kulturellen Hegemonie auf sich hat oder wie das so steht, wie es so steht um die Grundrechte und wie sich die Parteien darüber dazu verhalten. Und da gibt es aber eben von der AfD, das haben wir in allen möglichen Bundesländern gesehen, ist ein Meldeportal installiert worden, bei dem Schüler, ja, und Eltern aufgefordert wurden, Lehrer, die sich negativ über die AfD äußern oder parteiisch äußern, zu melden. Und das ist tatsächlich so, also ich meine, das ist einfach ein ganz klarer Druck. Eine Lehrerin, ein Lehrer, der in diesem Moment nicht firm ist oder der vielleicht sich einfach nicht dem aussetzen will, ja, der wird vielleicht auf diese Diskussion verzichten und über was anderes sprechen. Ja. Was die AfD eben bewusst ignoriert, ist, dass solche Institutionen zwar parteiunabhängig sein zu haben, aber eben weiß Gott nicht wertneutral. Richtig. Und wenn man nicht wertneutral ist, kann man sich zum Beispiel eine Pressemeldung der AfD im Unterricht mal vorknöpfen und die analysieren. Da kommt man dann nämlich auf die Werte, wie eben zum Beispiel der Artikel 1 im Grundgesetz. Genau, und diese Beispiele sind deshalb so wichtig, weil sie halt nicht nur bedeuten, dass es hier einen politischen Streit um so eine Frage gibt, sondern das bedeutet, dass wirklich massiv Druck ausgeübt wird. Ja. Und es ist eben gerade bei zum Beispiel kleinen Vereinen, bei zivilgesellschaftlichen Initiativen, bei kommunalpolitischen, politisch tätigen Vereinen, die vielleicht Geld aus der Kommune kriegen oder vom Landkreis. Für die ist es, naja, fast kriegsentscheidend unter Umständen, weil es so viele Ressourcen bindet, ja, sich gegen diese Kampagnen zu wehren, ja, und weil es auch müde macht. Es hat massive Auswirkungen, auch wenn man am Ende dann vor jedem Gericht wohl Recht bekommt, eben, ja, aufgrund von parteiunabhängig, ne, sagen Sie, es bindet Kräfte, es werden ja die Demokratieinitiativen werden zugeballert mit Anfragen und das sind ja Leute, die haben nicht mehr genug Kraft, den nächsten Förderantrag zu stellen und da muss man dies auch noch andauernd abwehren. Schere im Kopf,
haben Sie gesagt, irgendwas bleibt immer hängen. Also auch wenn man am Ende vor Gericht gewinnen wird, das hat schon Auswirkungen, diese Art und Weise. Also dass dieser Blick eben auf die Menschen, die schon von der Politik der AfD betroffen sind, das war uns eben sehr wichtig. Also auch besonders erschütternd ist es eben, wenn dann Menschen mit Migrationshintergrund, die Deutsche sind, schildern, dass sie sich dann schon irgendwann fragen, ob sie wirklich noch dazugehören. Ja. Und es hat uns mehr als einer gesagt. Ja. Also das meinte ich eben als Verdienst, dass das wichtig ist, dass das mal eine aufgeschrieben hat. Mhm. Und immer wieder hoffentlich. Ich möchte ganz kurz doch nochmal, sind wir ja schon auf die Zielgeraden, auf Corona zu sprechen kommen, auf die Straße zu sprechen kommen. Ich zitiere nochmal ganz kurz aus Ihrem Buch, Sie sagen, die Straße sei für die AfD Kraftfeld und Gefahr zugleich. Das möge sich die verehrte Leserschaft dann selbst durchlesen, was damit genau gemeint ist. Ich will mal auf die Querdenker kommen und auf die Anschlussfähigkeit kommen. Diese Corona, Anti-Corona-Narrative, also das Volksverräter-Narrativ, ja, gegen Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, das Denken in Feindbildern, anti-elitäre Narrative, das Feindbild Massenmedien, dann auch das Reden von einer Corona, einer angeblichen Corona-Diktatur. Das wurde geäußert von vielen Akteuren, die man per se erstmal nicht als rechtsextrem beschreiben kann. Das funktioniert nicht. Das kam erstmal nicht per se aus einer rechtsradikalen Ecke, aber es passt doch frappierend. Das, was ich gerade skizziert habe, es passt doch frappierend zur AfD. Inwiefern ist das attraktiv? Naja, ich würde sagen, das ist inzwischen, also das hat die AfD sicher nicht so gewollt und sie hat ja auch lange so einen Schlingerkurs gefahren in der Corona-Politik und auch in der Partei gab es unterschiedliche Haltungen zu der Frage, ob man an dieses Protestmilieu andockt. Aber was man natürlich sehen konnte in der Vergangenheit, auch schon bei Pegida und jetzt bei diesem Feld, das ist wie so ein kleiner Kampfstern Galactica, den man egal mit welchem Thema reaktivieren kann. Ja. Und je öfter das geht, desto breiter wächst es im Prinzip. Bleibt das Milieu? Auf jeden Fall, glaube ich, ja. Ich glaube, dass zwar die, also wir sehen ja jetzt gerade so diesen Niedergang der Initiative Querdenken, das muss aber gar nichts bedeuten, weil was sich jetzt entwickelt hat in dem letzten Jahr, sind ganz neue kommunikative Strukturen. Es gibt eine ganz schnelle Mobilisierung. Die Leute sind über Telegram-Gruppen, die klein sind, ganz schnell zu mobilisieren. Ja. Es gibt Leute, die vergleichen das mit Mobilisierungsbewegungen aus, die erinnern die an den arabischen Frühling. Das kann ich nicht so richtig beurteilen. Aber Tatsache ist, dass sich Fake News sehr schnell verbreiten und dass tatsächlich auch nochmal mit der Kommunikation in der Corona-Pandemie sich diese Grenzen verwischt haben. Ja. Ja. Sie haben ja gerade vorhin die neue Kategorie angesprochen, die der Verfassungsschutz geschaffen hat, um das in seinem, sagen wir mal, in seiner Besorgnis abzubilden. Die Delegitimierung des Staates. Genau. Die kann man, finde ich, auch kritisch sehen, also weil sie halt so wachsweich ist. Ja, kann einem eigentlich nicht gefallen, wenn ein Geheimdienst so eine Kategorie so wachsweich formuliert. Aber sie sagt was Interessantes darüber, wie sich dieses Milieu verändert hat, nämlich in alle Richtungen. Man muss gar nicht mehr hier in der Wolle gefärbter Rassist sein. Muss man gar nicht mehr. Ich glaube übrigens auch, dass das auch das Problem für die Zukunft sein wird, dass die Zahl von Menschen, die ein grundsätzliches Misstrauen gegen den Staat und seine Institutionen haben und die auch für Verschwörungstheorien nicht nur anfällig sind, sondern jetzt selbst schon welchen anhängen und deswegen auch für weitere empfänglich sind, dass die Zahl dieser Menschen gestiegen ist und das wird uns wahrscheinlich in Zukunft noch erhebliche Probleme bereiten. Ja, und da muss ich weder Hitler-Verehrer sein, noch irgendwie mal bei der Kameradschaft mitgelaufen oder Rassist sein. Hier ist ein ganz großes Gefäß entstanden, wo sich sehr viele... Eins, das im Prinzip ohne ideologischen Überbau funktioniert. Ja. Zielgerade. Meine Damen, letzte Fragen zur Zukunft. Das sind die letzten Kapitel auch in Ihrem Buch. Ich folge so ein bisschen Ihrer Dramaturgie. Die AfD hat zwei Probleme. Sie hat keine Einheit. Es gibt diesen Riss in der Partei. Und der Verfassungsschutz ist, denke ich, schon auch ein Problem. Welche strategischen Überlegungen gibt es in der AfD für die Zukunft?
Das Problem ist, wir haben tatsächlich ja zwei Parteien in einer. Insofern gibt es unterschiedliche strategische Überlegungen. Mhm. Eine, die man natürlich sehen kann jetzt im Wahlkampf, an dem Wahlslogan Deutschland Punkt, aber Normal Punkt, ist die Strategie der Selbstverharmlosung, also sich harmloser darzustellen, als man ist, ja, und damit letztlich was Normatives zu erreichen, nämlich zu sagen, wir sind bürgerlich, wir sind normal, wir sind eigentlich die Mitte, weil der Rest der Truppe ist komplett nach links gerückt, einschließlich der Union, wahrscheinlich sogar einschließlich Friedrich Merz. Ja, aber das ist sicher eine Strategie, die darauf zielt, möglichst schnell auch in irgendeiner Form mitregierungsfähig zu werden oder Partner eines Bündnisses zu sein, wo man toleriert, ja? Also wo man in irgendeiner Form an der Macht beteiligt ist. Selbstverharmlosung, dem aber bei Weitem nicht alle Truppenteile folgen. So ist es, genau. Genau, also auf der anderen Seite, also es gibt ja unterschiedliche auch Arten, wie mit dieser Problematik Verfassungsschutz und auch mit dieser Problematik gläserne Decke umgegangen werden soll. Und die Höckes in der Partei, die glauben eigentlich eher, dass man den Verfassungsschutz lächerlich machen sollte und ihn einfach delegitimieren sollte, indem man Witze über ihn macht, indem man ihn als Regierungs- oder Elitenschutz verunglimpft. Das ist da eher der Umgang damit. Aber weil Katja Bauer eben schon sagte, wir haben zwei Parteien in einer, also wenn die AfD auch das Problem hat, dass sie eigentlich neue Wählerschichten auch für sich erschließen muss, dann ist eben die Frage, welche Wähler sollen das denn sein? Und da sehen wir ganz klar die Trennung auf der einen Seite, das Meutenlager, die wollen eher auf die FDP und CDU-Wähler gucken, die aus aus Gründen da abgewandert sind, weil sie vielleicht unzufrieden sind. Und die glauben, dass da noch genug zu holen ist. Und auf der anderen Seite zum Beispiel Tino Chrupalla, der andere Parteichef, der glaubt eben eher, man soll auf die Nichtwähler gehen, auf die Arbeiter. Er möchte eigentlich die AfD als neue Arbeiterpartei. Und mit diesen beiden Zielgruppen, die auch die unterschiedlichen Lager anvisieren, gehen natürlich auch unterschiedliche Inhalte einher. Also Meutenlager eher sehr liberal, ultraliberal zum Teil, auf der anderen Seite Flügel eher nationalsozial. Mhm. Also das ist wirklich, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, wahnsinnig schwer für die Partei, das irgendwie zusammenzukriegen. Für den Wahlkampf will sie sich jetzt zusammen raufen. Ich glaube auch, die Partei kann sich recht gut hinter diesem Slogan Deutschland aber normal versammeln, weil es nämlich, vielleicht um das noch kurz zu sagen, ein Strategiewechsel ist, weg von der reinen Untergangsrhetorik hin zu einer Art Sehnsuchtsrhetorik, weil das eint wahrscheinlich alle in der AfD, diese Sehnsucht nach einem vermeintlich normalen Deutschland, was eben die AfD, wir haben vorhin drüber gesprochen, unter normal versteht. Also vermutlich wird es der AfD schon gelingen, sich mehr schlecht als recht, aber eben doch sich für die Zeit des Wahlkampfes hinter diesem Slogan dann zu versammeln. Plus, es spielt ihr natürlich im Moment unglaublich in die Hände, dass die anderen Parteien, die muss man wirklich auch, also eine Lehre für uns ist, dass man auf gar keinen Fall immer nur auf die AfD starren sollte. Und wenn man die anderen Parteien jetzt im Wahlkampf anguckt, dann fällt ja auf, dass sie nichts Besseres zu tun haben, als sich auf dieses identitätspolitische Spielfeld zu begeben. Ja. Ja, also wir reden in einem Jahr, in dem wir echt was anderes zu tun haben, wahnsinnig viel darüber, wie schlimm jetzt zum Beispiel die Gender-Frage mit der Sprache ist. Es vergeht kein Tag. Und das kann der AfD nur recht sein. Ja. Sie haben jetzt vier Konfliktlinien beschrieben, in dem, was Sie gerade gesagt haben, die alle etwas zu tun haben mit Radikalität auf der einen Seite und einem scheinbaren sich gemäßigt geben auf der anderen Seite. Wie sind die Kräfteverhältnisse? Wird sich die AfD weiter radikalisieren? Ich glaube, das ist unausweichlich, würde ich inzwischen sagen. Es war jetzt nicht die ganze Zeit ausgemacht, aber spätestens eigentlich nach dem Parteitag im April und jetzt mit der Entscheidung über das Spitzenkandidaten-Duo muss man sagen, es gibt keinen Hinweis darauf, wie sich diese Bewegung nach immer weiter rechts unterbrechen lassen sollte oder dass es dafür Mehrheiten gäbe. Und
Also momentan, man kann das immer in den Abstimmungen dann auf den Parteitagen sehen, ist es ungefähr 50-50, Meutenlager und Anti-Meutenlager. Der Flügel ist Teil des Anti-Meutenlagers. Wir haben nicht 50% Flügel, aber er ist eben Teil dieses Anti-Meutenlagers. Und noch hat eben Meuthen im Bundesvorstand eine ziemlich komfortable Mehrheit, was aber eben schon die Mehrheitsverhältnisse in der Partei nicht mehr abbildet. Wir haben, und er wird eben dann auf dem Parteitag Ende des Jahres, wo die AfD ihren neuen Vorstand wählt, wird man dann sehen, wie sich es entwickelt hat. Und es wird fleißig an seinem Stuhl gesägt. Und insofern kann es eben dann sein, dass wenn Meuthen fällt, dann eigentlich die Radikalen in der Partei wirklich gewonnen haben. Ne? Lassen Sie uns einen Punkt setzen an der Stelle, Frau Bauer, Frau Fiedler. Wir sprachen über das Sachbuch, die Methode AfD, der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst, von Katja Bauer und von Maria Fiedler, erschienen bei Klett Cotter. Das war eine Gemeinschaftsproduktion von Leipzig liest extra, dem Verlag Klett Cotter und dem Ute Konnewitz. Ganz, ganz herzlichen Dank dem Ute Konnewitz für die Realisierung und der Produktion. Ganz herzlichen Dank, Frau Fiedler. Ganz herzlichen Dank, Frau Bauer. Mein Name ist Bastian Wirzjoch. Ich sage Dankeschön.